Herr Kollege Uli Lange von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nein, es gibt keine Studie, es gibt keine Ulrich-Lange-Studie und es gibt auch keine weiteren Kommentare zur Validität dieser vorgelegten Studie. Denn mit der Studie ist es so wie mit jeder Statistik, glaube nur der, die du selber gefälscht hast. Also wir sollten uns einfach sachlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und lieber Kollege Herzog, Ihr Wort in Gottes Ohr mit Ihren Mitgliedern. Wir haben uns auf den Weg gemacht und wir werden uns auch weiter auf den Weg machen. Und ich lasse eines nicht zu, dass wir alles schlecht reden aus den letzten Jahren, denn es waren fast alle irgendwo an irgendeiner Stelle mal beteiligt, sei es regulatorisch, sei es politisch oder in sonstiger Verantwortung. Nur, lieber Kollege Sitter von der FDP, eines, dem muss ich einfach massiv widersprechen. Der Vergleich der Trennung und der Schere, die auseinandergeht in der Digitalisierung zwischen Metropolen und dem ländlichen Raum mit Mauer und Todesstreifen zu vergleichen, finde ich schlechterdings nicht nur nicht gelungen, sondern unmöglich an dieser Stelle. Ja, ein großes Aber setzen auch wir hinter der Versorgung am ländlichen Raum. Und deswegen müssen wir das Ganze in den Fokus nehmen, weil sich natürlich auch die Wahrnehmung in der Bevölkerung verändert hat. Es hat ja jetzt jeder seine persönlichen Berichte abgegeben, wann ihm das Netz reißt, wo er auf der Welt war und es besser war. Das kennen wir alle. Aber für uns wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich diese Periode mit zu einer Glaubwürdigkeitsfrage, ob es uns gelingt, die Versorgung im ländlichen Raum tatsächlich zu verbessern und die weißen Löcher zu schließen. Denn wir reden alle, und zwar ausnahmslos alle, über Digitalisierung in der Landwirtschaft, Digitalisierung in der Medizin, Digitalisierung beim Fahren, autonomes oder automatisiertes Fahren. Jeder spricht davon, noch wenn es dann darum geht, müssen wir genau diese Schere schließen. Und das, denke ich, ist uns mit dem Koalitionsvertrag, wo wir um die Details gerungen haben, auch gut gelungen. Ich nehme aber da nicht nur das BMVI in die Pflicht, sondern ich nehme ausdrücklich, und das hat das Gespräch gestern im Ausschuss auch gezeigt, auch die Bundesnetzagentur in die Pflicht. Denn ohne entsprechend ambitionierte Versorgungsauflagen bei 5G wird es nicht funktionieren. Und, liebe Kollegin von den Grünen, in den Ländern sind Sie ja wesentlich mit dabei. Die FDP, hat man mir gerade vom Rande zugerufen, übt gerade in den ein oder anderen Ländern wieder das Regieren und gewöhnt sich daran. Bei den Grünen ist das ja ein bisschen anders, insbesondere in Baden-Württemberg, wo Sie herkommen. Und auch im Länderarbeitskreis, wenn Sie mal sehen, mit welcher Versorgungsauflage und welchen Ideen der Länderarbeitskreis jetzt an die Bundesnetzagentur herangetreten ist, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, dann würde ich mal auf meine Landesregierungen zugehen und deutlich ambitionierter werden. Nicht hier anders reden, wie man in den Ländern regiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende kann es nicht nur heißen, Autobahnen und ICE-Netze zu versorgen. Am Ende muss es heißen, Staats- und Landesstraßen genauso einzubeziehen wie die letzte Kreisstraße. Ich sage das so deutlich, denn so formuliert es auch unser Koalitionsvertrag. Und am Ende muss es heißen, mehr Druck und mehr Transparenz bei den Anbietern. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Agenda. Das wird auch ein Maßstab
wenn ich über die Anzahl der Seiten im Koalitionsvertrag hinausgehe. Denn es geht am Ende nicht um die Anzahl der Seiten, lieber Kollege Herzog, sondern um das, was tatsächlich in der Fläche passiert. Wir sind guter Dinge. Wir werden daran weiter erfolgreich arbeiten. Herzlichen Dank. Die Aktuelle Stunde ist beendet.